jahrelang in Bayreuth gesessen und auch in anderen Clubs, unter anderem in Frankfurt. Wie ist es jetzt so hier beim ESVK zu sein, wenn du dich hier so umschaust? Alles in Ordnung? Ja, gefällt mir sehr gut. Ist ein Traum, kann man nicht anders sagen. Also das Kabine und Umfeld bis jetzt ist 1A, wird sich super um einen gekümmert und von Kabine bin ich eigentlich auch ziemlich glücklich. Ich kann es eigentlich gar nicht so richtig glauben, dass wir noch mal was Neues bekommen, weil hier gefällt es mir eigentlich schon ganz gut. Ja, mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Wie ist es denn so, wer sitzt denn so neben dir? Ist das so, kann man es mit denen aushalten? Ja, ich habe das große Glück natürlich mit Alteingesessenen hier zu sitzen. Zu meiner Rechten, eurer Linken sitzt der Osti. Dem habe ich eine ganze Menge Spaß. Also super Typ. Privat verstehen wir uns sehr gut. Und zu meiner anderen habe ich natürlich den Pfaffi, den härtesten Schuss der Liga neben mir. Der kann mir noch den einen oder anderen Tipp geben, wie man den Puck dann auch wirklich trifft, dass er auch wirklich mal hart kommt. Okay, jetzt bist du seit 4 Wochen ungefähr in Kaufbeuren, dürfte ich mal sagen, knapp 4 Wochen dürften es sein. Hast du dich schon gut eingelebt, auch so in der Stadt schon mal ein bisschen was gesehen, Land und Leute kennengelernt, sage ich mal, das ist ja doch ein bisschen was anderes wie Bayreuth oder Berlin, wo du gebürtig herkommst. Ja, also ich habe schon ein bisschen was gesehen. Es war natürlich jetzt mit der Zeit Trainingslager nicht ganz so viel, aber ich bin gerne Typ, der gerne mal was essen geht oder ein gutes Restaurant ausprobiert. Und da habe ich schon das ein oder andere gute gesehen. Zum Beispiel, ob wir mal beim Hubertus waren oder beim Bella Fruta oder auch der Burgerladen, der mir sehr gut gefällt, der Kaufburger. Alles sehr gut und war eigentlich ziemlich überrascht vom Essen. Das ist wirklich eine kulinarische Köstlichkeit, würde ich fast sagen. So gleich. Ja, nee, gefällt mir echt gut. Und wie gesagt, war bisher wenig Zeit, was zu sehen. Ich war mal oben noch am Fünfknopfturm, das habe ich mir mal angeschaut. Und halt ein bisschen durch die Stadt geschlendert und halt so, was wir jetzt noch mit den Jungs so gemacht haben. Ja, also gefällt mir bis jetzt ganz gut für mich. Sehr wohl. Sehr schön. Eine Frage zu den Teamkameraden. Wie sind die so drauf? Macht er schon was gemeinsam? Du hast gerade schon ein bisschen angesprochen, dass er gemeinsam essen war zum Beispiel. Aber so die Stimmung auch ja, ganz gut. Stimmung ist komischerweise sehr gut, kenne ich so auch noch nicht, habe ich auch noch nicht so kennengelernt, dass gleich von Anfang an wirklich alles so gut passt. Ob es jetzt der Schmido ist oder der Russi, die haben gleich mal gesagt am Anfang, ja los komm, lass mal was machen. Und ob wir nun, haben auch schon ein Teambuilding gemacht, war auch sehr lustig, war eine lustige Nummer. Ja, und die anderen Jungs, der ein oder andere, sind natürlich auch ein paar Verrückte dabei, aber das gehört ja dazu, also würde ich mich jetzt nicht ausschließen. Mit einem der größten Dachschäden hier bin ich auf jeden Fall gut dabei. Ja, aber ansonsten macht es halt heilen Spaß mit den Jungs und bin froh, hier zu sein. Sehr schön, wir sind ja auch froh, dass du da bist. Das Trainingslager, wir haben es gerade schon jetzt ein paar Mal angesprochen, es ist geschafft. 2 Wochen lang ging es hart zur Sache, würde ich jetzt mal sagen. Kannst du uns mal so einen Tagesablauf beschreiben, wie das für einen Spieler so ist, wann es losgeht und was alles passiert und wann so ein Tag dann endet? Ja, also normalerweise, wenn wir so uns, meistens haben wir uns so 7.45 Uhr getroffen. Da geht mein Tag um 6.45 Uhr los. Ich brauche morgens immer meine Zeit, muss erstmal einen Kaffee trinken. Und dann frühstücke ich auch immer eigentlich ziemlich ausgiebig, weil mir das sehr wichtig ist. Und ja, dann fahre ich halt schon so ein ganz gutes Stück vorher, dass ich trotzdem wieder früher da bin in die Kabine. Dann sehen wir uns die Jungs natürlich, dann gibt es den einen oder anderen Morgenmuffel. Kommt dann aber sofort rein mit einem Späßchen und ja, dann geht es auch schon los, machen wir uns warm und dann ging es meistens in ein Krafttraining oder was haben wir noch gemacht, so Stabis, also so Körpermitte so ein bisschen trainieren, eine Stunde und dann sind wir zusammen aufs Eis gegangen für 1,5 Stunden, war, also Trainingslager muss hart sein, kennt jeder, gehört sich so. Und dann war schon Mittagessen meistens, das haben wir dann auch immer vom Hubertus bekommen, kannte ich auch so nicht, war sehr gut, sehr gutes Mittag, also alles was man braucht. Dann war kurz 3 Stunden Pause und dann haben wir uns schon wieder getroffen, so gegen 16.30, 16.45. Dann gab es eine zweite Einheit, da haben wir uns dann alle zusammen warm gemacht, wieder zusammen und dann ging es wieder aufs Eis für 1,5 Stunden. Ja, und dann war der Tag fertig und dann war man eigentlich auch so ziemlich am Sack und ist dann eigentlich noch ins Bett gefallen. Meistens war ich noch irgendwo was essen und dann ja, bin ich auch schon auf die Couch und dann ins Bett. Ja, du hast ja ideal, du kannst ja kann laufen, ja. Und unter dir ja, ist unter ja die Möglichkeit, einen Snack zu sich zu nehmen. Genau, gegeben. Aber den sagen wir jetzt nicht. Nein.
Gut, nach dem Trainingslager kam das erste Testspiel gegen Dornbirn. Ich denke, ein guter Gegner, der euch schon auch ein bisschen was abverlangt hat. Schlussendlich knappe Geschichte, ihr habt im Penaltyschießen verloren. Aber so für dich selber das Gefühl auf dem Eis mit der Mannschaft das erste Mal, wie war das? Also sehr guter Gegner für den Einstand. Fast hat man schon mal geguckt so kurz, weil die hatten ja auch vier ehemalige NHL-Spieler dabei. Hätte ich nicht gedacht, dass wir uns so gut schlagen, aber wie gesagt, ich glaube, das Gesamtkonzept hier in Kaufbeuren passt sehr gut. Ein Grund, warum ich mich dafür entschieden habe. Die spielen vier Reihen, die sind alle, die wir haben, alle ebenbürtig. Das ist egal, wer auf dem Eis ist, da kann jeder gegen jeden spielen. Das macht es echt aus und das war das erste Testspiel, ja. Also das muss man mal ganz banal sehen, das war schon sehr gut dafür. Und ja, jetzt bin ich einfach mal, lasse ich mich einfach mal treiben. So Vorbereitung ist Vorbereitung. Ab dem ersten Spieltag zählt es. Was ich zu mir selber sage, ach ja, fetto, könnte besser sein, geht immer besser, aber Vorbereitung ist halt Quälerei, da tun die Beine weh, da tut der Körper weh, ist alles immer so ein Hin und Her, deswegen lasse ich mich mal überraschen, was hier noch so passiert. Am Freitag geht es gleich weiter, also morgen, Zell am See, eine Mannschaft aus der Alps Hockey League. Und am Sonntag dann gibt es einen richtig harten Brocken mit dem ERC Ingolstadt, das dürfte ja noch von der Qualität her deutlich besser sein wie die Dornbirner. Was erwartest du dir da insgesamt von den beiden Spielen, von dir selber wie vielleicht auch von der Mannschaft? Ja, Zell am See war ich schon. Erstmal schöne Gegend da. Davon werden wir nicht so viel sehen. Ich war da mal kurz in einem Trainingslager gewesen. Schöne Gegend. Gegner kann ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, ja nicht mehr. Sollten wir schaffen. Müssen wir schaffen. Einfach um auch jetzt mal gleich mal ein Erfolgserlebnis hinterher zu knallen. Obwohl wir natürlich gut gespielt haben gegen Dornbirn, aber jeder braucht auch das Feeling in der Vorbereitung, wie es ist, zu gewinnen. Egal gegen wen. Und dann am Sonntag, ja, müssen wir uns überraschen lassen. Ne? Also hoffen wir mal, dass die Jungs schlechten Kaffee haben und so, was Schlechtes zu essen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Aber abschießen lassen wollen wir uns natürlich nicht. Und klar wissen wir, die Jungs, die haben alle Qualität. Aber hier steckt bei uns, glaube ich, auch was drin. Und ich lasse mich einfach mal positiv leiten von der Stimmung, die wir hier haben. Wunderbar. Dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns die paar Fragen beantwortet hast. Wir wünschen dir natürlich viel Spaß und viel Erfolg am Wochenende.